Er ist ein Quereinsteiger, der Christoph Schatzmann. Beim Transradweltriathlon hat er eigentlich die internationale Bühne gerockt und überrascht. Im Vorjahr war er Achter und niemand hat ihn gekannt. Was sagt der Christoph Schatzmann selber dazu? Ja, ich bin halt vom Laufen zum Radfahren gekommen und irgendwann haben wir gedacht, es könnte man noch ein bisschen dazu schwimmen, dann wird sich eigentlich ein Triathlon ausgehen. Jetzt habe ich natürlich Stärken beim Radfahren und beim Laufen und eine klare Baustelle beim Schwimmen. Der achte Platz letztes Jahr war super, auch wenn ich schon sehr, sehr viele Lehrstunden gekriegt habe. Also ich war wirklich zufrieden mit dem achten Platz, aber in Schröcken habe ich gelitten und ich habe mir schon gedacht, ich komme nicht mehr ins Ziel. Es ist ein Wahnsinn. Ja, dann neues Spiel, neues Glück. Freue mich auf kommenden Sonntag. Der Zufall spielt ja eigentlich Regie, weil eigentlich hast du mit dem gar nicht gerechnet, dass du beim Transradweltriathlon mitmachen darfst oder musst, weil deine Mutter hat das eigentlich eingefädelt. Na, das war vor 3 oder 4 Jahren, waren wir irgendwann einmal am Zuschauen und es ist schon beeindruckend, wenn auch so Leute wie die Bianca oder alle anderen Profis da den Berg aufsegeln und dann auch in Lech die Runde laufen. Irgendwann haben wir gedacht, okay, das kann ich auch. Ja, nur ich habe es mir nur gedacht. Meine Mama hat gesagt, okay, jetzt melde dich an. Ja, so weit, so gut. Mit der Anmeldung kommt natürlich ein bisschen Druck dazu und eine Motivation. Und das ist aber super, wenn man mit der Einstellung im Wettkampf geht. Okay, verlieren kann ich nichts. Ja. Ich schaue jetzt einfach mal, was geht. Ja, im Endeffekt hat mich der Triathlon schon sehr gefangen, muss ich sagen. Ja, jetzt ist natürlich ein stetiger Prozess, bis die Radform soll besser werden, die Laufform soll besser werden, das Schwimmen soll der Welt besser werden. Ja. Und dann muss man schon sagen, ich bin jetzt heuer gut drauf, aber es gibt immer noch Baustellen. Und ich freue mich aber, es ist echt ein toller Okay. Prozess, Triathlon. Und da schauen wir, was rauskommt. Du kommst eigentlich von der Leichtathletik-Szene, hast 400 Meter und 800 Meter Läufe bestritten, dann dich auch auf den Straßenradrennen gemossen mit Ja. anderen. Und jetzt die Triathlon, warum jetzt der Ja. Wechsel? Ich war bei den 400, 800 Meter Läufen daheim, bis ich eigentlich studiert habe oder angefangen habe zu studieren. Nur mit dem Studium ist so der Aha-Moment gekommen, Profi wirst du nicht auf die Distanz. Es reicht für meinetwegen einen Staatsmeistertitel oder sonst was, aber das ist schon das Ende der Fahnenstange. Und irgendwann habe ich mir dann mal Bergaude für einen Halbmarathon angemolden und auch immer mehr angefangen zum Radfahren. Mein Radfahren war immer schon ein Ausgleich, aber so ist das Radfahren halt immer tiefer in den Trainingsalltag gekommen. Und ja, eigentlich durch den Aha-Moment von der Bahn, von der Laufbahn, haben wir gedacht, okay, orientier dich um. Und das war so ein bisschen ein gradueller Prozess, aber ist doch cool, wenn man das irgendwo mitverfolgen kann. Christoph Schatzmann, eigentlich ein Feldkircher, darf man sagen, oder? Ja, Du studierst jetzt in Wien. genau. Was sind deine Wünsche für den Transradweg-Triathlon jetzt am Sonntag und für eine weitere Ja, Karriere? wenn man das mal nach Disziplinen aufsplittet, der beste Schwimm im Leben. Also, ja, klar, bei mir, ich verliere beim Schwimmen, aber das möchte ich natürlich limitieren. In dem Moment, wo ich mal vom Rad sitze, ist die Taktik eh hinfällig, weil da sollte es nur noch nach vorne gehen. Und beim Radeln und beim Laufen wünsche ich mir natürlich, dass ich meine Stärken ausspielen kann, speziell wenn es ein bisschen bergauf geht. Ja, da ist der Trans dankbar. Ich habe mir aber keine Gedanken gemacht über Positionen oder Zeiten oder den könnte man schlagen, den nicht, weil im Endeffekt macht einen das nur nervös und ich habe ja nichts zu verlieren oder zu gewinnen. Ich kann mir nur selber was beweisen. Und mit der Einstellung fahre ich eigentlich ganz gut, weil in dem Moment, wo der Startschuss fällt, gebe ich sowieso alles. Und da bin ich auch in meinem Tunnel. Und ja, mehr
brauche ich nicht. Sind weitere Rennen dann geplant? Nur kleine in Wien. Ich habe jetzt heuer bei einem Radrennen für in Innsbruck ist ja die Fahrrad-WM und da gibt es ja Jedermann-Rennen auf die Höttinger Höll. Da, ich wollte die Rad-WM sowieso verfolgen, jetzt war ich da noch ein Jedermann-Rennen, aber mit dem Trans hat sich die Saison eigentlich beendet. Okay. Wir drücken am Sonntag dem Christoph Schatzmann aus Velke die Daumen beim Transradberg-Triathlon, dass es eine Top-Platzierung gibt. Und drücken, schauen ihm ganz genau auf die Beine. Danke. Danke.